bin der Meinung, die Möglichkeit, extreme Meinungen zu vertreten, ist gut. Denn auch extreme Meinungen tragen etwas zum Diskurs bei. Und wir haben aktuell in unserer Zeit mit unserer gesellschaftlichen durchschnittlichen Moral nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir hatten in der Vergangenheit auch als Menschheit nie die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir werden es in der Zukunft nie können. Wir werden nie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir werden uns diesem Zustand nur immer weiter annähern. Und die Unterschiede können sehr drastisch sein. Wenn man in die Vergangenheit guckt, findet man durchaus im Rahmen der Evolution und von Theorien über den Ursprung der verschiedenen Ethnien von Menschen Ansichten, die sehr anders sind als die heutigen Ansichten. Da findet man Ansichten, dass Asiaten von Orang-Utans abstammen, Schwarze von Gorillas und Weiße von den tatsächlichen Vorfahren des Homo sapiens sapiens. Diese Ansichten sind nach heutiger Moral und nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis so schlecht und so falsch, dass es einen gigantischen Abstand gibt. Wenn man das nun allerdings in die Zukunft extrapoliert, muss man auch davon ausgehen, dass es irgendwann in der Zukunft moralische Ansichten geben wird, die in der Gesellschaft weit vertreten sind, die sich sehr stark von unserer aktuellen durchschnittlichen gesellschaftlichen Moral unterscheiden. Es kann natürlich nun sein, dass, weil die Entwicklung sich logistisch verhält, es länger in der Zukunft ist, bis das der Fall ist. Aber irgendwann in der Zukunft wird das der Fall sein. Und diese Änderungen können meiner Meinung nach so drastisch sein, dass sie ungefähr auf dem Level sind, wie zum Beispiel eine Befürwortung von Sklaverei. Ich gehe nun persönlich nicht unbedingt davon aus, dass das eine Sache ist, die sich in der Zukunft als gesellschaftlich durchschnittliche Moral durchsetzen wird. Aber ich möchte es auch nicht komplett ausschließen und es lässt sich gut als Beispiel verwenden, um zu illustrieren, wie groß dieser Unterschied sein kann. Wenn ich es also für möglich halte, dass in der Zukunft sich eine Moral als richtig, als anerkannt durchsetzt, die derart unterschiedlich ist, wie die moralische Ansicht, dass Sklaverei eine gute Sache ist, dann sollte man darauf basierend, dass die Meinung sehr stark von der gesellschaftlich durchschnittlichen Moral abweicht, nicht verbieten, für Sklaverei zu argumentieren. Denn eventuell ist Sklaverei die Moral der Zukunft. Natürlich gibt es nun andere Faktoren, die dafür sprechen, extremere Meinungen, Meinungen, die stark vom gesellschaftlichen Durchschnitt abweichen, von Diskussionen auszuschließen. Das geht wieder in die Richtung, wie ich es in meinem Video zum Thema Meinungsfreiheit diskutiert habe. Extreme Meinungen können genauso einen destabilisierenden Effekt auf eine Gesellschaft haben. Und das ist praktisch gesehen der destabilisierende Effekt der Meinungsfreiheit, denn Meinungsfreiheit erlaubt es einem ja eben, solche extremen Meinungen zu äußern. Wie ich allerdings in dem Video auch schon gesagt habe, gehe ich davon aus, dass es praktisch möglich ist, eine Gesellschaft zu kreieren, die derart stabil ist, dass sie die positiven Effekte von derart starker Meinungsfreiheit, so extreme Thesen äußern zu können, ausnutzen kann, ohne dabei durch die Destabilisierung zu kollabieren.